Der Doktor aus Doctor Who ist nie bewaffnet. Er nutzt einzig und allein seinen Verstand und seine Kreativität, um die Bedrohungen, die sich ihm in den Weg stellen, zu vernichten. Dennoch ist der Doktor natürlich mit einigen ikonischen Instrumenten ausgestattet, die wir innerhalb der nächsten Wochen auch mal auseinandernehmen werden. Neben der TARDIS ist eines dieser ikonischen Werkzeuge der Sonic Screwdriver, also ein Schallschraubenzieher. Wie dieser nun funktioniert, welche Funktionen er hat und ob so etwas in Realität überhaupt möglich wäre, möchte ich euch heute einmal mit euch durchgehen in einer niegelnagelneuen Folge Academy. Mein Name ist Luke und damit wünsche ich euch herzlich willkommen zu einer Lehrstunde in Gallifreyan Technology. Los geht's. You're a thousand years old and you've got something you care about. And nothing says non-terrestrial like the Sonic Screwdriver. Doesn't kill, doesn't wound, doesn't maim. But I'll tell you what it does do. It is very good. I don't need doors. It really is. It's a screwdriver. It's Sonic. This ends here. I am an idiot with a box and a screwdriver passing through, helping out, learning. This is getting silly. Come on, tell you. Der Sonic Screwdriver ist eines der klassischsten, funktioniert, weil ich das sage, Technologieteile, die die Science-Fiction-Welt hervorgebracht hat. Zum ersten Mal war der Schallschraubenzieher in der Folge Fury from the Deep aus 1968 zu sehen und bestand essentiell nur aus einem eine Stifttaschenlampe. Es war eine lange Lampe. Aus Aluminium. Der dritte Doktor hatte dann gleich mehrere verschiedene Versionen dieses Screwdrivers, die er vermutlich in seinem Exil auf der Erde konstruierte. Eine spätere Version zeigte die bisher langwierigste Version des Screwdrivers mit einem silbernen Griff und einem roten oder schwarzen ringförmigen Aufsatz an der Spitze. Diese Ringe entsprachen allen unterschiedlichen Funktionen und waren quasi austauschbar. Eine Version dieses Screwdrivers fand sich dann später auch in der Ära des 12. Doktors auf seinem Schreibtisch an der Universität wieder. Anyway, diese Version des Sonic Screwdrivers wurde dann in der Folge The Visitation vernichtet und kam erst deutlich später wieder zurück auf den Screen. Screen. Drop the Sonic device. Isn't my day, is it? I feel as though you've just killed an old friend. Generell lässt sich daraus allerdings schließen, dass ein Sonic Screwdriver ein Alltagswerkzeug der Gallifreyans zu sein scheint, welches sie ohne große Probleme selbst konstruieren können. In der neuen Serie, also dem Reboot seit 2005, bekommen wir auch mehrere Hinweise bzw. Szenen, in denen wir diese Konstruktion direkt miterleben. Allerdings ist dabei nicht zu 100% klar, aus welchen Materialien ein Sonic Screwdriver eigentlich bestehen soll. Und auch andere Ecken der Lore bieten da nicht allzu viel Wissen. Das Ganze wird noch schwieriger, als der Screwdriver von einem simplen Schlüsselwerkzeug zu, also ne, Türen aufmachen, zu einem weiterentwickelten und feinfühligen Diagnosetool wird. Der aktuelle Sonic Screwdriver kann medizinische Untersuchungen durchführen, Diagnosen erstellen, die Atmosphäre eines Planeten scannen und viel, viel, viel mehr. Allerdings gibt es wohl Probleme in der Präsenz bestimmter Arten von Föhn und er funktioniert nicht bei Holz. Da der Screwdriver sozusagen ein klassisches Ex Machina-Tool in Doctor Who-Plots ist, wird auch nie wirklich erklärt, warum er das alles kann, was er kann und wann er es kann und wann er es nicht kann. Er kann es einfach. Die einzige Quelle, die ich zu seiner tatsächlichen Funktion finden konnte, war eine Antwort auf Quora, die folgendes schrieb. Der Sonic Screwdriver ist ein Instrument, das einen Ultraschallton auf eine Schraube oder einen Mechanismus wirft, um diese durch Vibrationen zu lösen oder zu bewegen. Er konnte außerdem so starke Schallwellen produzieren, dass er als eine Art Lötkolben benutzt werden konnte. Das war der klassische Screwdriver. Der funktioniert an sich also auch an Holz. Nur gibt es eine Szene, in der er an einer massiven Holztür mit Eisenschloss angewandt werden sollte und nicht genug Wumms hatte, um dieses große Schloss irgendwie zu entschlossen schließen.
aufschließt. Das hatte also nicht wirklich was mit dem Holz zu tun, sondern nur mit der Größe des Schlosses, was dann von dem Reboot aber ein bisschen umgedichtet wurde und diese Eigenart, dass es eben nicht an Holz funktioniert, des Screwdrivers eben dann irgendwie etabliert wurde. Inzwischen gleicht der Screwdriver aber vielmehr dem Tricorder aus Star Trek und einem Zauberstab. Wo ist der Mann mit dem Magic Wand? Sonic Screwdriver. How is that a screwdriver? In a very broad sense. Oh, how's it sonic? It makes a noise. Als irgendwie einem Schraubenzieher. Wenn es irgendetwas gibt, womit der Doktor Probleme hat, hochtechnologisch oder primitiv, dann wird der Screwdriver eingesetzt und das Problem damit wird gelöst. Ohne wirklich zu beschreiben, was er da jetzt macht oder warum das passiert, was passiert. Da explodieren plötzlich Köpfe von irgendwelchen Geräten und Robotern und alles geht kaputt. Es ist ein Schraubenzieher, ich verstehe es nicht. Why are you pointing your screwdrivers like that? They're scientific instruments, not water pistols. Look like you've seen a ghost. The pointing again. They're screwdrivers. What are you going to do? Assemble a cabinet at them? Ich würde mich auch nicht wundern, wenn das alles auch in Universe vollkommen frei erfunden ist und der Screwdriver wirklich nichts anderes tut, als Schrauben zu lösen und der Rest dann halt einfach nur vom Doktor komplett frei erfunden ist, weil es passiert halt mit einhergehend. Thematisch würde das zum Doktor ganz gut passen. Eine Sache, die nicht komplett frei erfunden ist, ist, dass ich ordentlich Zeit und Geld in die Produktion dieses Kanals stecke und das auch gerne tue, um diesen effektiv und hochwertig weiter zu produzieren. Eine unglaubliche Hilfe dabei sind mir meine Patrons auf Patreon. Diese unterstützen mich mit einem Betrag ihrer Wahl monatlich bei der Produktion meiner Videos und bekommen dafür regelmäßige Goodies als kleines Dankeschön wie T-Shirts, Hoodies, Graphic Novels oder der Zugang zu exklusiven Verlosungen. Wenn ihr da jetzt mitmachen wollt, dann klickt mal jetzt hier oben auf den Link und supportet mich als Patron mit PayPal. Eure Hilfe spiegelt das Wachstum und die Verbesserung dieses Kanals wirklich wider und ohne euch auf Patreon wäre das hier alles überhaupt nicht möglich. Danke also an alle, die das schon tun und jetzt mal wieder zurück zu den Möglichkeiten, einen Sonic Screwdriver in unserer Welt zu erschaffen. In unserer echten Welt gibt es in der Tat eine Grundfunktion, nämlich seit 2016. Ein Forschungsteam hat sich damit gebrüstet, den Sonic Screwdriver erfunden zu haben. Auch wenn sie damit noch einiges an Downsizing vollziehen müssen, die Grundfunktion ist tatsächlich da. Dieses Gerät nutzt diverse Akustikwellenemitter, um ein Objekt in der Luft zu halten und zu bewegen. Kleine Feinanpassungen der Wellen können also kleine Schrauben, Muttern und andere Gegenstände erfassen und rotieren lassen. Im Grunde kann diese Technologie also noch weiter ausgebaut werden und man plant damit gerade im medizinischen Bereich sehr viele Eingriffe dann vollständig ohne das Öffnen des Patienten überhaupt durchführen zu können. Ob man da jetzt Flüssigkeiten umlagert, Zellen verschiebt oder ganze Parasiten mit Schall ergreift und aus dem Körper zieht, unendlich viele Möglichkeiten stehen eben mit dieser Technologie bevor. Und das ist nicht mal alles Theorie. In 2014 wurden Schallwellen genutzt, um die Blut-Hirn-Schranke, welche die meisten Substanzen aus dem Hirn fernhält, die eben ihm schaden könnten, in einer Art und Weise vibrieren zu lassen, dass die in Chemotherapie eingesetzten Stoffe in das Hirn eindringen konnten und einen Hirntumor aktiv bekämpften. Und das ging auch gut. 2014 musste man den Patienten dafür dennoch öffnen. 2015 wurde die Methodik allerdings erstmals auch ohne nur einen einzigen Einschnitt erledigt. Und auch generell entwickelt sich unsere Technologie im Einsatz von Schall weiter. 2016 wurde eine Kombination aus zwei Arten von Schallwellen genutzt, um Flüssigkeiten beinahe augenblicklich zur Verdunstung zu führen. Dieser Verdampfer kann ebenfalls unheimlich nützlich im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Die komplexe Analysefunktion des Sonic Screwdrivers aus Doctor Who mit all den kleinen Gimmicks und vermutlichen Funktionen werden wir wohl nicht so schnell erreichen. Also zumindest vor allem gar nicht mit Schall. Who has a sonic screwdriver? I do. Lights. Who looks at a screwdriver and thinks, ooh, this could be a little more sonic? What, you never been bored? There's got to be a light switch. Never had a long night, never had a lot of cabinets to put up. Aber dennoch, der Tricorder aus Star Trek ist zum Greifen nahe. Und wieso sollte man da rein nicht auch einfach, weil es geht, einen Schallschraubenzieher einbauen. In der Serie werden wir über den folgenden Lauf des aktuellen Doktors und der folgenden Doktoren noch einiges mehr an Sonic Technology sehen, da bin ich mir relativ sicher. Und da wir neben der Sonic Sunglass, den Sonic Blaster und Sonic Cane alles Mögliche schon gesehen haben, wird es wohl auch noch weiter Funktionen und optische Knickknacks dazugeben, die das Teil immer weiter zum ultimativen MacGuffin, also einem Objekt, das ganz einfach alles kann, was der Plot eben gerade will, dass es kann, ausgebaut werden. Daran ist keinerlei Logik oder Realismus.
Leider kann ich euch heute also nicht, wie der Titel eigentlich verspricht, sagen, wie genau der Sonic Screwdriver des Doktors nun wirklich funktioniert. Ich bin mir aber fast sicher, dass das nicht einmal der Doktor selbst kann. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was über dieses Gerät gelernt und wie wir in der echten Welt am nächsten an sowas herankommen. Ansonsten gibt es jetzt hier noch zwei weitere Videos für euch. In der Mitte kann man abonnieren. Wir sehen uns dann morgen wieder und bis dahin, rinjahauen.